nämlich eigentlich dran gedacht, die Keule auszurüsten. Das ist nach. Da ist die Keule. Verringert die Angriffsgeschwindigkeit. Naja, ist okay. Macht dafür um einiges mehr Impf. Und ja, hier oben waren wir ja bereits. Mit Vergnügen. Ja. Ja? Was? Da ist Garfog. Der Typ, der unseren Meister getötet hat. Ah, ein junger Emporkömmling. Du bist langsamer als eine Schildkröte. Wenn jeder so für Ordnung sorgen würde wie du, wäre die Welt längst im Chaos versunken. Ich habe den Altar gereinigt und die Orks eigenhändig gestoppt. Und du bekommst nichts von meinem Sieg. Also geh nach Hause. Ich habe versucht, mich auszuhalten und seht, wohin das geführt hat. Ich gehe mit euch, um das Übel zu bekämpfen. Aber zuerst müssen wir meinen ehemaligen Schüler finden, dessen üble Taten die Schrecken auslösten. Ja. Auftrag erfüllt. Zerstört den Altar. Ja. Die Wahnsinnsanfälle der Orks begannen erst, als der junge Schamane begann zu rebellieren. Er muss ergriffen und ausgefragt werden. Mhm. Bereit. Und ja, ich könnte theoretisch jetzt noch mal in die Stadt zurückgehen und dort meine Truppen auffüllen. Und ich weiß gar nicht, ob man hier überhaupt mal rechtzeitig kommen kann. Ja, hier Orkstadt. Der Schamane muss halt immer noch überleben. Machen wir das mal so, so ist es übersichtlicher. Mal kurz nach da unten gucken. Ja, Marga. Also wir laufen jetzt erstmal gechillt an der Stadt vorbei. Getötet werden müssten. Wem sollte das irgendetwas nützen?
Dann hat er etwas mit dem Altar gemacht und ist verschwunden. Ich glaube, ich bin auch weggerannt. Ich kenne meinen ehemaligen Schüler. Er ist nach Norden gegangen, um Missgunst unter den Orks zu säen. Wir können nicht zulassen, dass dieser Schurke unbestraft bleibt. Nach Norden, ihm nach! Ja. Gut, das war die Mission. Kapitel 3. Abtrünniger Schamane. Einige Stunden später weiter im Norden. Ein junger Schamane, der Orks für den Krieg gegen die Menschen rekrutierte, hat sich tief in der Orksteppe versteckt. Findet ihn und haltet ihn auf, solange die Armee, die er gedungen hat, noch klein ist. Welcher Ketzer hat es gewagt, den Altar der Götter von Svern für seine üblen Zwecke zu missbrauchen? Seine eigentliche Aufgabe ist es, heilige Opfer zu empfangen. Aber das war doch sicher euer Schüler, oder nicht? Natürlich nicht. Er würde seine Hand nicht erheben, um eine solche Blasphemie zu begehen. Ich glaube, er hat sich mit jemandem verbündet. Möglicherweise mit einem von euch Menschen. Ihr werdet es am besten wissen. Er ist euer Schüler. Und wenn eine Verschwörung gegen das Reich existiert, ist es sogar noch wichtiger, den jungen Schamanen schnell zu finden. Was ist dies für ein Ort? Dies ist das Land unseres Clans. Und mein Schüler ist zweifellos hier. Seht, jemand steht bei dem Altar. Ein Mensch. Nach seiner Kleidung zu urteilen, ist er ein Magier aus der kaiserlichen Hauptstadt. Wir haben ihn zum rechten Zeitpunkt gestört. Wir sollten in die Stadt gehen. Ruhen wir uns ein wenig aus und befragen die Einwohner zu den Gerüchten und den jüngsten Ereignissen. Ja. Hier gibt es diesmal 3 Orkstädte: Shulok, Labok und Unaho. Ja, wie ihr wünscht. Und Aufträge: Der alte Schamane muss immer noch überleben und nährt durch der Stadt Unaho. Mhm. Also ab hier hätten wir dann die Möglichkeit, Orks zu rekrutieren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es möglich ist, in einer Orkstadt menschliche Truppen nachzufüllen. Da oben liegt etwas Gold rum, das sacken wir auf jeden Fall ein. Ja, Sir. Wird erledigt. Die Map wirkt auf jeden Fall etwas kleiner als die letzte. Unterschlupf der wahnsinnigen Ogre. Hm. Ja, Ogre sind große Einzelkämpfer. Ja, Sir. Das heißt, die können wir uns auch noch gleich kümmern. Und ja, ich hätte dann als nächstes gerne das Heilmittel, den Zauber. Ich. Deswegen sparen wir auch da drauf. Jawohl, Herr. Ein verlassener Turm, einem Anschein nach war die Gilde einstmals sehr viel stärker und kontrollierte auch diese Region. Vielleicht kann ich diesen Turm wieder in Dienst nehmen. Hm. Das wäre der Turm da oben.
Ein verlassener Turm, allen Anschein nach hat die Gilde. Ja, das ist der Text, der gerade eben gezeigt wurde. Ihr erstmal nicht. Tötet sie alle. Also ja, man merkt, die geben schon gute Erfahrungspunkte. Deswegen kann ich jetzt den Zauber studieren. Das ist unser Shit-Zauber, weil wir den am besten nur im Augenblick nur über die Schnellleiste benutzen sollten. Was? So, Quick Save 1. Phantomkrieger und niederer Dämon. Ach ja, und unser niederer Dämon ist immer noch ein niederer Dämon. Okay. Ja gut, holen wir uns erstmal hier das Türmchen. Höhle der schwarzen Messer spuckt Briganten aus. Oh, hier hat jemand die Wildschweinchen getötet. Jawohl, Sir. Ja. Der niedere Dämon muss halt schnell fallen. Oh, da hinten, das sieht auch interessant aus. Auf euer Kommando. Gehen wir. Ich? Wirklich? Der Turm funktioniert. Jetzt werde ich ihn mit den anderen verbinden. Seid ihr es? Ich bin froh, euch zu treffen, alter Freund. Ich wurde entsandt, herauszufinden, warum dieser magische Turm nach so vielen Jahren wieder funktioniert. Und ihr? Was macht ihr? Ich untersuche den Irrsinn der ansässigen Orks. Irgendjemand kontrolliert sie und sammelt eine Armee, die das Kaiserreich angreifen soll. Deshalb habe ich den Turm wieder in Dienst genommen. Nun, ihr seid ein wahrer Held. Früher jedoch, aber das Vergangene ist vergangen. Lasst uns zusammen die Orks bekämpfen. Ich war ohnehin schon viel zu lange in der Hauptstadt. Ja, wir kriegen noch einen Magier. Ich. Also ja, du bist ein Rekrutzauberer. Mit Vergnügen, mit Vergnügen. Das heißt, wir haben jetzt eine ordentliche Armee. Heilen wir unsere Schwertkämpfer hier? Ja, bereit. Ja, Sir. So, jetzt geht's aber erstmal zurück in die Stadt. Weil hier oben kommen wir sicherlich irgendwann nochmal hin. Auch wenn die Briganten jetzt sich bewegen. Die greifen vielleicht einfach die Stadt an. Das sind ja Angreifer. Oh, und der Auftrag hat uns auch schön viele Erfahrungspunkte gebracht. Da können wir ja jetzt noch ein bisschen warten und unsere Führerschaft mal etwas erhöhen. Später können wir das nämlich gebrauchen, wenn wir mal wieder weniger Truppen haben. Der Orkschamane zum Beispiel wird uns nicht ewig erhalten bleiben.
Stadt Unaro benötigt Unterstützung hier. Deswegen marschieren wir ja auch.